Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Star Wars The Old Republic. Wir sind mit Kira und Scourge hier auf dem Schiff gelandet, auf dem T7 verschwunden ist. Wir haben T7 gefunden, der hat hier dafür gesorgt, dass die Diener, die hier vor Ort waren, mit Sabotageakten zu kämpfen hatten. Wir sollen uns jetzt zu den Rettungskapseln bewegen und diese abstoßen, damit hier niemand flüchten kann von dem Schiff. Das machen wir mal. Wir haben Scourge hier, den Hitzkopf dabei, um den wir uns kümmern müssen. Ein paar Diener warten hier auch noch in den Gängen auf uns. Man spüre die Macht der Sith. Autsch. Kriegen wir kurz Atemprobleme. Nichts zu plündern, komisch. Okay, da hinten warten noch weitere. Was haben wir hier? Stoße die Rettungskapseln ab. Da sind wir also schon ganz richtig. So, weg mit euch. Und da haben wir die letzte. Stehen da schon. Oh, da kommen noch welche nach. Das auch noch mal auf oder kommen da unendlich viele nach? Wir dürfen die letzte sein. Wunderbar. Letzte Rettungskapsel. Entkopple die Fähre der Hand. Da kamen die alle her. Gucken wir mal. Ja, ganz schön groß hier das Schiff. Na, wo bleibst du? Dieses Schiff ist riesig. Ja. Riesig. Ja, gibt es eine Frage? Weshalb ein so riesiges Schiff? Ach, das spielt keine Rolle. Wir müssen konzentriert bleiben. Wir gucken mal. Vielleicht gibt es eine Bonusmission hier, wenn wir so einen goldenen töten. Lasst eure Stärke wachsen. Vielleicht können wir den auch runterwerfen. Nee. Der hat sich davon nicht irren lassen. Da gibt es nichts Neues, an dem können wir auch nichts machen. Naja, wir haben es versucht. Dann gehen wir hier mal weiter. Ja.
bringt es zu Ende. Ich bin ja schon auf dem Weg. Habe gerade zwei weitere Diener bekämpft. Diese Fähren müssen damit vollgepackt gewesen sein. Ja, ich glaube auch. Wir sind auch schon vielen begegnet. Hier ist auf jeden Fall ordentlich was los. Das waren die letzten. Jetzt werden uns Tenebres Hunde nicht mehr entkommen. Ihr hasst sie wirklich, nicht wahr? Sie sind jenseits aller Verachtung. Sie haben ihr Imperium verraten. Die gesamte Galaxis. Völlig ohne Sinn und Zweck. Wer ein Sith sein will, muss seine Ketten brechen, seinen eigenen Weg wählen und alles überwinden, was sich ihm in den Weg stellt. Diese Schwächlinge tragen den Namen Diener mit Stolz. Sie dienen mit Freuden einem Wahnsinnigen als Sklaven. Dass die Sith sie jemals toleriert haben, ist abstoßend. Dass wir nach all den Jahren immer noch mit ihren Wahnvorstellungen zu kämpfen haben. Ihr habt lange gekämpft. Ihr tragt diesen Kampf schon lange aus. Aber jetzt ist es fast vorbei. Das verspreche ich. Begeben wir uns zum Hangar. Wir müssen herausfinden, wer die Ketten des vormaligen Imperators noch tragen will. Weitere Diener. Wir haben nur ein paar Droiden zum Schutz des Schiffes zurückgelassen. Um so viel Schaden zu verursachen, muss jemand anderer die Diener gekämpft haben. Diese Brandflecken stammen von Lichtschwerten. Ja, die Diener benutzen sie. Aber wer hat sie hier bekämpft? Wunderbar. So, da unten können wir ran. Das ist eine Fähre des ewigen Imperiums. Von Sakul. Alte und neue Diener, die sich um den Schrott ihres einst großen Meisters prügeln. Erbärmlich. Vielleicht die Ritter von Sakul? Wie konnte irgendein Sakul-Ritter davon wissen? Vielleicht waren sie ihrem Meister näher, als wir wussten. Ich spüre niemanden an Bord. Die kommen nicht mehr weg. Die Schildgeneratoren sind hinüber. Wir nehmen jetzt die Waffen offline. Wir haben alle Rettungskapseln gestartet und den Hangar geräumt. Möglicherweise sind Sakulaner an Bord. Das hat uns noch gefehlt. Wir halten die Augen offen. Zeit, die Brücke zu erobern. Ich bin bereit. Ja, soweit haben wir alles erledigt. Jetzt müssen wir nur noch zur Brücke. Sobald ihr das Schiff deaktiviert habt, kommen wir und unterstützen euch. Wie könnt ihr euch ein Schiff dieser Größe leisten? Können wir nicht.
Kira hat es gestohlen. Hey, zieh mich da nicht mit rein. Ich wollte die Kurve hin. Lasst eure Stärke wachsen. Ich brauche meinen Freiraum. Weiter geht's. Na, wir greifen uns da wieder an. Noch mehr Diener. Sind Geschichte. Dieses Ding bewegt sich keinen Zentimeter mehr. Es sei denn, ein noch größeres Schiff kommt und schleppt es ab. Genug jetzt! Ja, tut mir leid. Ihr habt recht. Kein Schiff ist groß genug, um einen Schiff auf und wieder zu schleppen. Es reicht. Oh, wen haben wir denn da? Eine Dienerwache. Okay. Mit einem Lichtschwert. Diener dazu. Sogar mal was plündern. Deaktiviere das Schiff. Mit dem größten Vergnügen. Diese Leichen. Erben von Sakul. Ihr Anführer hat mir erzählt, sie kämen zurück, wenn ihre Zeit zu sterben gekommen sei. Sie müssen den Kurs des Schiffes geändert haben. Aber wollten sie sich vor uns verstecken? Oder vor den Dienern? Sind sie Verbündete oder Feinde? Puh. Eigentlich konnten wir uns immer auf die Prophezeiungen verlassen bisher. Wir sagen mal Verbündete. Die Erben haben mir früher immer geholfen. Ich weiß nicht, warum sich das ändern sollte. Dann werden wir ihnen eine Chance geben, sich zu erklären. Falls noch welche von ihnen leben. So viele Leben verloren. Das muss enden. Hier und jetzt. Revan! Das Ende ist näher denn je. Aber die Bedrohung ist ebenso entsetzlich, wie wir sie uns vorgestellt haben. Das Ritual, das auf Tenebres Körper geschrieben wurde, die entfesselte Seuche, wird vom Geist der Opfer genährt. Tenebre wird neu hergestellt. Ich spüre es. Ihr müsst eingreifen, bevor es zu spät ist. Ihr habt Scourge geführt. Ihr müsst der Verbündete sein, den Scourge erwähnt hat. Ihr habt ihn zu Tenebres Körper geführt. Wir hatten gehofft, die Zerstörung seines Körpers wäre sein endgültiges Ende. Aber das hat nicht ausgereicht. Seine Essenz selbst muss vernichtet werden. Das ist unser Plan. Kira führt uns in die Meditation. Wir vereinen unseren Geist mit dem von Satil und beenden seine Verseuchung der Galaxis für immer. Dann los! Schnell! Ich werde euch unterstützen, so gut ich kann. Kira, die Brücke ist gesichert. Bei uns ist auch alles klar. Wir treffen uns auf der Krankenstation. Weiß sie von Revan? Weiß Kira, dass ihr mit Revan gearbeitet habt? Ich hatte die Details nicht erwähnt.
Kira hat auf Yavin gegen seine Anhänger gekämpft. Ich war nicht sicher, ob sie ihm vertrauen würde. Kommt, das Ende ist in Sicht. Wir haben auf Yavin 5 auch gegen Revan gekämpft, übrigens. Kriegen wir nochmal Season-Punkte. Gucken wir mal. Kriegen wir aber noch nicht die neue Stufe hier. Da fehlt noch ein bisschen was. Nadina, Urteilssprecherin. Sieht aus wie ein Ritualkreis. Heskals Prophezeiung. Endlich sind wir hier. Ihr werdet diese Sache nicht aufhalten. Ihr könnt sie nicht aufhalten. Ihr werdet niemals siegen. Valkorions letzte Hinterlassenschaft bleibt von eurer Korrumpierung verschont. Ihr wart Marionetten. Narren. Wir waren seine wahren Anhänger. Nur wir kannten die wahre Gestalt seiner Kraft, seines Plans. Die Erben haben recht. Die Sith waren nur Mittel zum Zweck, sonst nichts. Lügen! Lügen! Nur wir haben die Wahrheit verstanden. Die Wahrheit seiner Kraft, seiner größten Pläne. Er ist der Meister der Macht, der Meister von uns allen. Wer sich gegen eine solche Kraft stellt, muss zerstört werden. Mein Vater hat euch manipuliert, genau wie er uns manipuliert hat. Täuschung war seine größte Stärke. Wir dachten, wir wären eine Familie, glaubten ihn zu kennen. Das war ein Irrtum. Bitte, lasst diesen Wahnsinn enden. Das Ende kommt nur, wenn es ihm dient. Wenn ihr unbedingt Vernichtung wollt, dann sollt ihr sie bekommen. Ich bin die Waffe seines Willens. Niemand besteht gegen seine Kraft. Ja, dann müssen wir kämpfen. Lasst eure Stärke wachsen. Wir uns hier erstmal um kleinen Gegner. Was ist aber unsere Gesundheit los? Okay, da sind wir wieder geheilt. Ein bisschen aufpassen. Wiederbeleben werden wir mal versuchen zu unterbrechen, wenn es kommt. Okay, Schaden über Zeit. Zwischendurch mal plündern. Ja, den kriegen wir nicht mal unterbrochen. Das ist eine Abklingzeit hier unten. Das war's mit Diener 4. Sprich mit Kira Carson.
Ja, das machen wir dann vielleicht in der nächsten Folge, liebe Leute. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid und wieder einschaltet. Dann werden wir sehen, wie das Ganze hier weitergeht. Und wir haben hier Satil Shan mit ihren Schülern. Da werden wir bestimmt auch erfahren, was es damit auf sich hat. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.